Welche absolute Megasumme ist jetzt Manchester City wohl bereit, für Jamal Musiala auf den Tisch zu legen? Und ist ein Transfer tatsächlich eine realistische Option? Wir schauen uns das Ganze gleich an. Zudem geht es um Dennis Undav. Wird er zu teuer für den VfB Stuttgart und deswegen könnte ein anderer Bundesliga-Club hier zuschlagen? Und steht der FC Bayern München vor einem Megatransfer eines 120 Millionen Euro Talents? All das und mehr gleich hier in diesem Video. Vorab, lass ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Aber damit gehen wir rein ins erste Thema. Droht hier wirklich ein Abgang vom Wunderkind von Jamal Musiala beim FC Bayern München? Zumindest mal gibt es jetzt hier neue Gerüchte rund um ein potenzielles Angebot von Manchester City. Und solch ein Angebot, das hätte es wohl richtig in sich. Denn das Transferportal Viacheses aus Spanien berichtet, ist Manchester City, sie sollen sich sehr intensiv mit dem Bayern-Star Jamal Musiala beschäftigen und sie wollen im Sommer ein Angebot vorlegen. Und man ist wohl auch bereit, richtig tief in die Tasche zu greifen. Aber nicht so tief, wie ich eigentlich gedacht hatte, denn wie das Portal berichtet, ist es wohl roundabout 100 bis 110 Millionen Euro, so viel wären die Sky Blues bereit für Jamal Musiala auf den Tisch zu legen. Und das, wobei der Marktwert laut Transfermarkt.de aktuell auf 110 Millionen Euro geschätzt wird. Das Angebot ist, versteht mich nicht falsch, natürlich extrem, extrem hoch, aber der FC Bayern München denkt eigentlich gar nicht über einen Verkauf von Jamal Musiala nach. Vor allem, weil er noch einen Vertrag bis 2026 hat, hat man in diesem Sommer gar keine Nöte, irgendwie einen Verkauf anzustreben oder sonst irgendwas. Nein, es ist komplett anders. Beim FC Bayern München ist Max Eberl eigentlich dran, dass man Jamal Musiala als wichtigen Baustein für die Zukunft, so bezeichnet ihn auch Max Eberl, aufbaut und schwärmt er erst wieder, also Max Eberl in einem Interview vom Youngster, und hat gesagt, mit ihm hat man die nächste Generation des FC Bayern bereits in unserem Kader. Das ist jetzt wohl klar. Man will den Spieler langfristig an den Verein binden. Man denkt natürlich nicht über einen Verkauf nach. Er gilt als unverkäuflich. Und wie jetzt auch Fabrizio Romano berichtet hat, ja, bereiten wohl die Münchner ein echt sehr, sehr großes Angebot aktuell wohl vor, um eben jetzt hier Jamal Musiala langfristig an den Verein zu binden. Natürlich gab es in den letzten Wochen, Monaten immer wieder die Aussagen, Musiala könnte sich wohl tatsächlich einen Wechsel auch in Richtung Premier League vorstellen. Er hat ja selber in der Jugend viel gespielt, kann sich auch vorstellen, zu Manchester City zu wechseln. Das ist einer dieser Clubs, die ihn auf jeden Fall reizen würden. Aber es gilt immer noch als wahrscheinlichste Option, dass eben Jamal Musiala eben hier nicht irgendwo hin wechseln wird, sondern seinen Vertrag letztendlich langfristig beim FC Bayern München verlängert. Er will ja selber noch so ein bisschen abwarten, will ein bisschen schauen, wie es dann letztendlich aussieht. Wie steht es um den FC Bayern München? Welche sportlichen Alternativen kann man ihm bieten? Kann er hier den Ballon d'Or gewinnen? Wird es eine Offensive um ihn herum gebaut werden, die es sich lohnt zu bleiben? Ist er der absolute Topstar in der Offensive? Das sind alles Fragen, die sich Jamal Musiala stellt, die man ihm beantworten muss. Aber sollte das Ganze gut ausgehen und dann positiv auch quasi die Beantwortung stattfinden, dann steht eigentlich dem Spieler hier eine ganz, ganz große Zukunft beim FC Bayern München bevor. Und so ist eben auch der ganz konkrete Plan der Bayern, ihn nicht zu verkaufen. Und ich finde, das, was jetzt hier von Viacheses berichtet wurde, dieses Angebot, das finde ich persönlich gar nicht so hoch, weil wie gesagt, der Marktwert 110 Millionen Euro. Ich glaube, die Bayern würden vielleicht mal kurz darüber nachdenken, wenn wir hier über eine Summe von 150 Millionen Euro reden. Weil das ist halt so viel Geld, das ist dieses Art Fuck You Money, wo du dann wirklich dir intensive Gedanken darüber machen musst, okay, was kannst du denn eigentlich alles mit diesem Geld anstellen? Und würde es hier vielleicht sogar Sinn machen, den Spieler zu verkaufen. Was sagt ihr dazu? Eure Meinung, wie immer, gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Damit gehen wir rein ins nächste Thema. Wie geht es weiter mit Dennis Undav? Er ist aktuell von Brighton of Albion an den VfB Stuttgart verliehen, das haben wir alle mitbekommen und jetzt gehen bald die Verhandlungen los. Man möchte natürlich den Spieler am liebsten langfristig behalten, aber das wird wohl relativ teuer. Man hat eine Ausstiegsklausel von 20 Millionen Euro, das ist eine ganze Menge für Stuttgart, auch wenn man jetzt vielleicht schon mit den nächsten Einnahmen planen kann, denn es sieht ja aktuell ziemlich gut aus, was jetzt eine Qualifikation für die Champions League angeht. Es gibt jetzt aber auch andere Bundesliga-Clubs, die tatsächlich in Lauerstellung sind, denn sollte das Ganze mit dem VfB Stuttgart nichts werden, sollte Undav zu teuer für den VfB werden, dann gibt es gleich mehrere Clubs in der Bundesliga, die wohl Schlange stehen.
Die Verhandlungen zwischen Brighton of Albion und dem VfB Stuttgart, die sollen wohl frühestens erst wieder Mitte April weitergeführt werden. Und so gibt es natürlich jetzt hier erstmal keine feste Zukunftsplanung für den 27-jährigen Stürmer. Und jetzt hat eben die Bild berichtet, es gibt wohl jetzt den ein oder anderen Bundesligisten, der sich über mögliche Transfermodalitäten erkundigt hat. Namentlich werden die Clubs hier nicht genannt, aber sie sollen aus dem deutschen Oberhaus sein. Ich gehe fest davon aus, dass Borussia Dortmund sich erkundigt hat, dass aber auch zum Beispiel vielleicht Bayer Leverkusen sich erkundigt hat, wenn man möglicherweise, wie ich euch das heute Mittag berichtet habe, Victor Boniface abgeben muss. Vielleicht ist Dennis Undav dann auch eine ernstzunehmende Option. Und auch aus dem europäischen Ausland gibt es wohl den ein oder anderen Club, der Interesse an einer Zusammenarbeit mit Dennis Undav hat, was es tatsächlich aber noch nie so richtig die Option gab. Ich frage mich auch eigentlich so ein bisschen, warum. Aber so richtig heiß in Richtung einfach eine Rückkehr zu Brighton of Albion, da wurde irgendwie noch nie was darüber berichtet. Also anscheinend ist das für den Club, wo er eigentlich ja spielt, wo er eigentlich Vertrag hat, keine Option, dass Dennis Undav zurückkommt. Ich hoffe trotzdem, dass er bei Stuttgart bleibt. Er ist für mich so ein richtiger Kultfaktor, hat ja selber auch schon gesagt, er würde gerne bei Stuttgart bleiben. Sollte das aber nichts werden, könnte natürlich die Bundesliga die Liga sein, wo er sich am wohlsten fühlt und dann vielleicht zu einem anderen Club wechseln. Borussia Dortmund, da könnte ich ihn mir auch gut vorstellen. Was sagt ihr? Dennis Undav, wo seht ihr ihn ab der kommenden Saison? Und sehen wir bald ein 120 Millionen Euro Talent beim FC Bayern München? Zumindest mal ist das wohl eine ernstzunehmende Option bei den Bayern, denn sie sollen sich intensiv mit João Neves beschäftigen. Ein 19-jähriges Talent, das im zentralen Mittelfeld zu Hause ist. Er wird unter anderem mit Spielern wie, ich sage mal, einem Pedri, einem Gavi verglichen, hat noch einen Vertrag bis 2028. Bei seinem Club Benfica Lissabon ist auf jeden Fall ein absolutes Top-Talent und kommt aktuell unter Roger Schmidt, dem Trainer von Benfica, regelmäßig zum Einsatz, ist einer der Shootingstars, kriegt sehr, sehr viele Spiele und er wird jetzt auf jeden Fall von mehreren europäischen Topclubs gejagt, darunter auch der FC Bayern München mit dabei. Man hat sich mal erkundigt. Es ist wohl aber so, dass das wohl ein richtig, richtig teurer Transfer werden würde. Denn man könnte ihn wohl nur über seine Ausstiegsklausel verpflichten. 120 Millionen Euro ist das. Und da gibt es tatsächlich schon Clubs, die bereit sind, genau das zu zahlen, nämlich Manchester United. Das ist einer der Clubs, die vermutlich verrückt genug sind, hier solch eine Klausel einfach mal zu bezahlen. Auch Paris Saint-Germain ist an ihm dran. Die Bayern, sie wären wohl kaum bereit, 120 Millionen Euro für ein 19-jähriges Mittelfeldtalent auf den Tisch zu legen. Wenn wir jetzt hier von einer Holding Six reden würden, dann könnte man ja nochmal darüber sprechen, aber er ist mal wieder ein klassischer Achter-Spielaufmacher, also man hat von diesem Spielertyp wie João Neves schon einige im Kader. Ja, die Bayern sind vielleicht interessiert an ihm, aber weder für diese Summe noch macht es auch für mich für die Hälfte der Summe irgendwie überhaupt Sinn, den Spieler zu verpflichten, denn du hast ja schon dieses Spielerprofil mannigfaltig in deinem Kader. Ja, du könntest dir ein ganz, ganz heißes Talent holen, aber ich persönlich glaube hier nicht dran, dass die Bayern hier ernst machen. So, meine eine Schätzung der Dinge. Was sagt ihr dazu? Habt ihr überhaupt schon mal was von João Neves gehört? Gerne eure Meinung dazu, wie immer, in die Kommentare. Und zum Abschluss sprechen wir nochmal kurz über Matthijs de Ligt, denn er hat sich jetzt auch zu seiner Zukunft geäußert. Er wurde ja auch mit einem Abgang vom FC Bayern München immer mal wieder in Verbindung gebracht. Was hat jetzt Bayerns, mittlerweile muss man es ja wirklich sagen, Stamminnenverteidiger zu dieser Thematik gesagt? Ja, im Endeffekt sieht er diese ganzen Spekulationen rund um einen Wechsel sehr, sehr entlassen. Er führt diese Wechselspekulationen auf die hohen Erwartungen an ihn heran, die an ihn herangetreten werden. Er sagte, wenn ich nicht spiele, wird sofort der Eindruck erweckt, ich sei unzufrieden und wolle weg. Und trotzdem ist er, wenn er mal auf der Bank sitzt, immer noch Standard. Ich habe keinen Grund, mich zu beklagen. Ich habe nach wie vor eine tolle Zeit beim FC Bayern München und habe in letzter Zeit wieder in jedem Spiel gespielt. Klar ist, er wird jetzt hier nicht als Stammspieler beim FC Bayern München irgendwie öffentlich sagen, ja, wenn ich nicht spiele, dann würde ich gehen. Aber er hat jetzt auch nochmal ganz klar bekräftigt, er ist mittlerweile wieder in der Stammelf angekommen. Es ist ein hart umkämpfter Platz. Aktuell spielt er neben Eric Dier in der Innenverteidigung und er sieht sich selber weiterhin beim FC Bayern München. Er wurde auch gefragt, ob er und Jamal Musiala quasi zusammen die Bayern verlassen. Und dann sagte er, ich und Jamal Bayern verlassen, wo wollen wir denn hingehen? In den Urlaub? Er glaubt nicht daran, dass er den FC Bayern München zeitnah verlassen wird. Er glaubt, dass er sich hier durchsetzen kann und ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube das auch. Die Frage ist, kann er der ganz große Abwehrboss beim FC Bayern München werden? Das bleibt nochmal abzuwarten. Er ist vielleicht nicht gerade der Lautsprecher, den man sich eigentlich wünscht. Ich bin mal sehr gespannt, wie die Bayern-Bosse langfristig mit ihm planen. Was sagt ihr? Wie würdet ihr mit ihm umgehen, mit den anderen Spielern? Würdet ihr auf ein Angebot für Jamal Musiala eingehen? Eure Meinung wie immer gerne in die Kommentare. Das war's von mir. Bis dahin, Leute. Ciao.